Hallo, liebe Schüler, willkommen zu einer grundsätzlichen Sache bei dem Programm SketchUp. SketchUp hat mehrere Versionen nach Jahren geordnet, 2013, 14, 15, 16, 17 bis 2021. Und wir verwenden SketchUp Make 2017. Das ist ein Release von 2017, der kostenlos für alle Nutzer zur Verfügung gestellt wurde und eingeschränkte Funktionen hat, die bei uns in unserer Arbeit im schulischen Bereich nicht wirklich zum Tragen kommen. Dieses Programm ist groß genug, um die verschiedensten Dinge zu entwerfen. Wenn wir SketchUp installiert haben, dann öffnet sich dieses Fenster hier, das du vor dir siehst, und du gehst bitte nicht einfach hier auf kostenlose Pro-Testversion oder SketchUp Free ausprobieren, sondern du wirst später dann hier drauf klicken. Vorher aber wirst du immer schauen, was du brauchst als Vorlage. Lizenz hinzufügen kannst du auslassen. Du klickst einfach auf Vorlage auswählen. Und zum Beispiel, ich möchte heute in Metern arbeiten und klicke dann auch Meta an und klicke dann auf SketchUp verwenden. Es öffnet sich dann SketchUp und es sieht wahrscheinlich anders aus als bei mir. Und ich bitte dich jetzt nicht verwirrt zu sein, ich werde einfach mal alles zurücksetzen. Du solltest mit einer Maus arbeiten an deinem Laptop oder deinem Computer, die drei Tasten hat, eine linke, eine mittlere mit einem Scrollrad und eine rechte Maustaste. Ob es eine Bluetooth-Maus oder Kabelmaus ist, ist nicht von Belang. Wenn du hier oben die Menüleiste hast, dann findest du dort den Punkt Ansicht. Du klickst auf Symbolleisten und klickst auf den Punkt Ansichten und gehst hier auf Ansichten und dann erhältst du diese Häuser. Die stellst du dir gleich mal mit der Maus, ziehst du die hier in das Eck. Man kann diese Symbole auch hier in das Feld holen, was aber sinnlos ist. Ganz einfach wieder rückgängig gemacht, indem du auf diesen blauen Bereich doppelt klickst, dann fängt sich das hier oben gleich ein. Als nächsten Punkt, den wir wirklich dringend brauchen, nimmst du den großen Funktionssatz und der schließt sich gleich hier unten an. Wahrscheinlich wirst du geöffnet haben, wenn du das erste Mal SketchUp einschaltest, die ersten Schritte, das ist diese Leiste. Und in dieser Leiste befinden sich aber viele Funktionen, die sich hier auch befinden. Und deswegen brauchen wir diese Leiste nicht. Sie ist nicht wirklich vollständig. Du klickst also wieder auf die ersten Schritte und die Leiste verschwindet. Dann gehst du weiter hinunter und gehst auf Standard. Und dort klickst du auch einmal drauf, da findest du nämlich diese tollen Pfeile hier oben, diese blauen, die dir sagen, dass du einen Schritt vorwärts oder rückgängig machen kannst und wo du Dinge löschen kannst. Gute Software bietet immer die Möglichkeit, mehrere Dinge anzuwenden, um zum selben Ziel zu kommen. Und wir schließen jetzt dieses Fenster, weil wir nichts anderes brauchen. Du könntest noch die Funktion Schatten anklicken. Und du könntest noch die Funktion Stile anklicken, wenn du willst. Klick hier einfach doppelt drauf, dann fügt sich das hier ein und du kannst diese Stile hier oben noch hinten anhängen. Wozu die Stile dienen, das erkläre ich dir später einmal. Schließ das Fenster und vergiss nicht, wo du es findest. Du findest es unter Ansicht, Symbolleisten und dort kannst du es jederzeit wieder aufrufen.
Bevor du in SketchUp zeichnest, mach dir die Mühe und benenne diese Datei sofort. Geh auf Datei, Speichern unter. Damit speicherst du auch alle diese Einstellungen und benenne die Datei in dein Projekt, das du mit mir zeichnest. Gib noch deinen Namen ein. Und auch deine Klasse. Und speichere es dort ab, wo du gerne das Dokument speicherst. Meistens ist es der Ordner Dokumente und dort speicherst du die Datei ab. Sollte SketchUp einmal abstürzen oder nicht funktionieren, sind viele Schritte schon gespeichert, die du bisher gemacht hast. Ein wichtiger Tipp ist auch, dass du hier unten rechts die Maßangaben sichtbar hast. Nun, das ist oft abhängig davon, wie du hier oben diese drei Elemente in Windows eingestellt hast. Wenn du zum Beispiel auf Maximieren gehst, kann es sein, dass die Maßangaben bei dir nicht vollständig sichtbar sind. Deswegen schau, ob du dieses Fenster hier Maßangaben sichtbar hast. Du wirst es brauchen. Wenn dir daran liegt, dein Bild ein bisschen zu verändern und deinen Hintergrund anders einzustellen. Hier hast du den Himmel, hier hast du einen grünlichen Boden. Wenn du das verändern willst, klickst du bitte auf Fenster und gehst auf die Standardablage. Und da kannst du verschiedene Haken setzen. Und ich bitte dich einfach mal zu gehen auf Haken, Fenster, nochmal Standardablage, dass hier drei Haken sind und das reicht schon für uns in dem Fall und du hast jetzt hier ein extra Fenster geöffnet. In diesem Fenster kannst du zum Beispiel hier finden bei der Standardablage oder bei den Stilen findest du diese Würfel zum Beispiel und du kannst hier zum Beispiel einstellen, wie alles angezeigt wird. Wenn du hier bitte die Haken alle herausnimmst und nur bei Profile einen Haken lässt, und da sollte eine 2 stehen. Die Kanten sollten auch gut angezeigt werden. Und wenn du hier auf dieses Fenster gehst, dann siehst du, dass wir hier einen blauen Himmel angezeigt bekommen. Und der Hintergrund ist grün. Wenn du das verändern willst, dann klick einfach mal drauf und du bekommst hier so ein Farbrad und du kannst den Boden auch gräulicher, bräunlicher oder wie auch immer einstellen in Schwarz-Weiß. Du kannst hier auch verändern, dass die Möglichkeit mit dem Farbrad und kannst auf OK gehen und du siehst, es verändert sich gleich der Boden hier. Unten. Auch den Himmel kann man einstellen, kann man noch etwas blauer machen, wenn man will und so weiter. Das sind kleine Nebensächlichkeiten, aber manchmal motivieren sie zum schöneren Arbeiten. Wenn du zum Beispiel auch die Figuren ändern möchtest, dann kannst du hier in die Komponenten gehen. Und zwar SketchUp bietet dir auch Möglichkeiten an, eine andere Figur da zu zeigen. Und wie gesagt, in der Standardablage muss der Haken hier bei Komponenten gesetzt sein. Dann findest du hier in dieser Ablage, in diesem Extrafenster eben auch den Punkt Komponenten. Und dort klickst du auf Auswählen und dann kannst du hier zum Beispiel, wenn du an diesem Regler drehst, auch anstatt des Chris zum Beispiel Derek oder Lisanne oder Mädchen mit Hund oder Nancy auswählen, die ich jetzt mal auswähle. Und ich ziehe sie einfach hier raus. Und hier steht sogar etwas über die Person drin. Nancy ist die Verkaufsmanagerin für das SketchUp-Team. Und hier ist noch verschiedenste Figuren, kannst du hier aussuchen. Sophie,
und ein Mitglied des SketchUp-Teams und so weiter und so weiter. Du kannst auch eine Bank dazustellen und einen Weihnachtsbaum und alles Mögliche, so Kleinigkeiten, die du immer wieder hereinladen kannst. Wenn du jetzt hier mit dem Auswahlpfeil auf die einzelnen Dinge klickst, merkst du, dass sie blau markiert sind. In dem Fall hier kannst du die Figur Chris entfernen, indem du jetzt hier auf das rote X löschen gehst oder mit der rechten Maustaste auf löschen klickst. Wenn ich jetzt diese Figur hier anklicke, kann ich sie mit dem Bewegen-Werkzeug hier zur Seite ziehen und hier genau in dieses Zentrum stellen. Der wichtige Punkt bei SketchUp ist hier genau dieser. Dieser Punkt ist der Ursprung und von diesem Punkt aus gehen drei Achsen. Die X-Achse ist die rote, die grüne ist die Y-Achse und die Z-Achse ist die blaue Achse. Dies war erstmal genug für die Einstellungen. Du kannst jetzt das Standardfenster wieder schließen. Wenn du in SketchUp angemeldet bist, dann kannst du auch die 3D-Galerie oder das 3D-Warenhaus in SketchUp öffnen. Was ist das Warenhaus? In dem Warenhaus von SketchUp kannst du dir verschiedenste Dinge in dein Programm herunterladen. Und ich suche jetzt hier einfach mal nach Möbeln oder im Englischen, da es ein englisches Programm ist, Furniture. Und hier zeigt mir SketchUp die verschiedensten Möbel, die ich herunterladen kann. Ich nehme jetzt einfach hier mal irgendwas und dann wirst du gefragt, ob du angemeldet bist. Ich melde mich hier mit Google an, da ich ein Google-Konto habe und das ist am unkompliziertesten mit meiner E-Mail-Adresse und schon bin ich angemeldet und jetzt kann ich mir alle diese Möbel in mein SketchUp herunterladen. Wenn ich zum Beispiel diesen Stuhl da haben will, kann ich sagen herunterladen. Möchten Sie dies direkt in Ihr SketchUp-Modell laden? Und du kannst das direkt einladen. Hier kommt schon der Sessel und den haben andere Leute in SketchUp gebaut und ich könnte ihn jetzt verwenden. So kannst du in SketchUp also wirklich ganze Küchen und ganze Wohnungseinrichtungen gestalten, ohne dass du überhaupt etwas gezeichnet hast. Das ist das Faszinierende und das hilft uns auch manchmal, Dinge besser zu begreifen. Dies ist eine kleine Einführung gewesen in das Programm SketchUp und seine ersten Schritte und ich bitte dich, das zu beherzigen und diese Einstellungen nachzuvollziehen. Viel Spaß mit SketchUp. In den folgenden Videos und Tutorials und Playlists wünsche ich dir.